Bevor Sie mit der Arbeit loslegen, laden wir Sie ein, den Blick zu schärfen. Wir, das sind ganz bewusst in gemeindeübergreifender Zusammenarbeit, Martin Blaschke aus Vibars am Klavier, Kai Oliver Pöhle vom Kirchenkreis hinter der Kamera und ich, Larissa Schönfeld, Pfarrerin im Herbst. Diesen Vormittag werden Ihre Augen die meiste Zeit auf den Computerbildschirm gerichtet sein. Bekannte und unbekannte Gesichter in eckigen Kacheln, auf geteilte Videos und Dokumente. Worauf wir schauen, darum geht es in dieser Andacht. Leiten lassen wir uns vom Eingangsvers zum morgigen Sonntag. Oculi mei semper ad Domino. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Unser inneres Auge auf Christus gerichtet, feiern wir diese Andacht im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wahrscheinlich viele von uns in den letzten Wochen und Monaten. Wir mussten erst lernen, wie man mit dem neuen Virus umgeht. Wir mussten in unseren Gemeinden entscheiden, was wir beibehalten, was wir lassen und was wir auf andere Weise tun. Und bei all diesen Entscheidungen suchten und suchen wir nach Anhaltspunkten. Das sind die wissenschaftlichen Faktoren. Die Zahl der Neuinfizierten, die Zahl der Toten, die Zahl der freien Krankenhausbetten und zuletzt auch die Zahl der Neugeimpften. Zahlen, die Richtschnur für unsere Entscheidungen sein sollen. Zahlen, die wichtig sind,
aber doch nicht ausreichen, um allen Bedürfnissen in unserer Gesellschaft gerecht zu werden. Der ständige Blick auf die Zahlen kann zermürben. Da tut es gut, andere Welten aufzusuchen. Da sind die vielfältigen Serien auf Netflix oder der Traum vom nächsten Sommerurlaub. Ablenken und Träumen helfen bis zu einem gewissen Grad. Aber spätestens die Kinder holen uns in die Realität zurück, wenn sie lustlos über ihren Schulaufgaben sitzen und wir merken, dass beides gleichzeitig, Homeoffice und Homeschooling, nicht gut funktionieren. In diesem Wirrwarr der Bilder, was heißt da, meine Augen sehen stets auf den Herrn? Ich möchte auf zwei Deutungen eingehen. Da ist einmal unser innerer Blick auf Gott, unser Gebet, unser Zwiegespräch. Doch wie sieht das aus, wenn unsere Augen auf den Herrn schauen? Was oder wen sehen wir da? Gott ist ja bekanntlich unsichtbar, er entzieht sich unserer Vorstellungskraft. Was stellen Sie sich vor? Stellen Sie sich überhaupt etwas vor? Die Kirchenlehrerin und Mystikerin Teresa von Avila aus dem 16. Jahrhundert, deren Werk seit einigen Jahren wieder eine Renaissance erfährt, sie hat ein ganz konkretes Bild vor Augen. Sie erfährt den Menschen Jesus, dem sie in den Evangelien begegnet, als ihren Herrn. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, heißt es im Kolosserbrief. Teresa schreibt: Ich konnte an Christus nur als Menschen denken. Stellt euch den Herrn bei euch vor und schaut, mit welcher Liebe und Demut er euch belehrt. Er erwartet nur dies, dass wir ihn anschauen. Er legt so viel Wert auf diesen Blick, dass er es nicht versäumen wird, euch dabei zu helfen. Teresa stellt sich Gott und Jesus Christus ganz menschlich vor. Für sie ist Beten, inneres Beten, verweilen bei einem Freund, mit dem ich oft allein zusammenkomme, einfach um bei ihm zu sein, weil ich sicher weiß, dass er mich liebt. Beten als Verweilen bei einem Freund, von dem ich mich angenommen weiß, dem ich vertraue, bei dem ich gut sein kann, den ich gerne anschaue, voll Wertschätzung und mit der Bereitschaft, mich von ihm leiten zu lassen. Der Blick auf den Herrn hat aber auch eine äußere Dimension. Gerade wenn ich auf Jesus schaue, denn dann sehe ich, wie Jesus damals unter der Feindseligkeit und dem Hass seiner Mitwelt gelitten hat. Und ich sehe heute, wie Menschen missbraucht werden. Ich sehe auf die geschundene Schöpfung, die nach Erlösung schreit. Das wird auch heute ganz konkret, wenn wir in der Kreissynode über Themen wie den Klimaschutz sprechen oder das neue Gesetz zum Schutz vor sexualisierter Gewalt. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Das bedeutet für mich auch, nicht die Augen zu verschließen vor diesen unangenehmen Themen und mich hinter meiner Maske zu verstecken. Auf den Herrn sehen, das ist mehr als geistliche Erbauung. Und so wünsche ich Ihnen und mir, dass wir den Blick für Gott im Menschen bewahren. Auch zwischen manch bürokratischen Kirchengesetzen und zähen Wahlvorgängen. Und wenn wir uns verfranst und verhakt haben, gilt es erst recht hinzuschauen. Denn uns ist verheißen, er wird deinen Fuß aus dem Netze ziehen. Amen. Unser Jesus, Schulter von der Welt verfluchen.
Gott Vater, du schenkst uns Zeit. Lass diese gemeinsame Arbeitszeit nicht nur eine gefüllte, sondern eine erfüllte Zeit sein. Erfülle uns mit deiner Gnade. Jesus, in deinem Namen kommen wir zusammen. Du bist mitten unter uns. Segne unsere Beratungen und Beschlüsse, Planungen und Umsetzungen. Heiliger Geist, du bist ein Geist der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Durchdringe unsere Worte und Gedanken. Leite uns mit deiner Weisheit. Gott, wir hören deinen Ruf und beten mit den Worten, die Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Nicht nur unser Blick sucht Gott. Gott sieht auch uns und segnet uns. Der Herr segne uns und behüte uns. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf uns und schenke uns Frieden.